5D kommt, 5D ist schon da. Je nachdem, wie wir uns entwickelt haben, können wir von den wundervollen Energien profitieren. Ja, und die große Frage ist, wo bist du? Wo stehst du jetzt in diesem ganzen Szenario? Du siehst ein ganz tolles Hintergrundbild, so wie ich finde toll. Und zwar sollte es unseren Kopf darstellen und diese Strömungen außen herum sind die Gedanken, die Worte, die Energien aus dem Universum, die Liebe und das Licht. Also alles ist strömt um uns herum, ist vorhanden und in dieser gewaltigen großen Energie und in dieser besonders tollen Möglichkeit des Wachstums sollte jeder seinen Platz finden. Und heute werden wir auch mal gucken, wo stehst du? Du wirst verstehen können oder eben auch fühlen können, was jetzt dich noch in 3D hält, wo du in 4D gefangen bist und wo du vielleicht auch schon in 5D bist. Ja, das sind alles Energien des Aufstieges. Und der Aufstieg an sich bedeutet ja eine Weiterentwicklung des Menschen hin wieder zu diesem wundervollen Lichtwesen, was er einmal war und was er eigentlich immer noch ist, was er allerdings vergessen hat. Die ganzen Fähigkeiten, die ganzen wundervollen Dinge sind versteckt. Und durch die hohen Energien, die jetzt schon die ganze Zeit auf die Erde fließen, diese magnetischen Energiewellen, haben wir die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Du bekommst heute in diesem Video von mir ein kleines Werkzeug, um zu üben, wie es ist in 5D. Und das ist ganz einfach, das machen wir nachher. Und wir werden natürlich auch die Strukturen in dir lösen, versuchen zu lösen, welche dich in 3D, in unserer jetzigen Energie festhalten. 3D, dreidimensional heißt ja, wir sind an die Zeit gebunden, alles ist linear erfasst und wir sind sehr in der Bewertung. Wir haben diese zwei Pole, wir haben Freude und Ärger, wir haben also sehr viel, ich muss es leider mal sagen, sehr viel Negatives in dieser 3D-Ebene. Das Materielle spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und die meisten Menschen merken das eigentlich gar nicht, bis vielleicht mal ein riesengroßer Leidensdruck kommt und du dann durch diesen Leidensdruck erstmal anfängst zu überlegen, ob das alles einen Sinn hat, dein Leben, ob das wirklich alles ist. Und danach, nach so einer Fragestellung, kannst du oder kann man beginnen, ja, das zu ändern und mit dieser Hinterfragung vom Sinn des Lebens beginnt man dann schon in 4D hineinzukommen. Also 4D ist so diese Übergangsphase, die es erst möglich macht, in 5D hineinzukommen. Und es sind, ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, wie Zeitalter oder wie Zeitlinien, sondern das sind Bewusstseinszustände, Bewusstseinsebenen, die im eigenen Körper stattfinden. Und das heißt also, je nachdem, wie du denkst, wie du fühlst, wie du dich verhältst und lebst, lebst du mehr in 3D, 4D oder 5D. Und diese Entwicklung hin bis 5D, das ist gerade das, was jetzt möglich ist auf der Erde. Und das bedeutet inneres Wachstum, inneres Erwachen. Und darum geht es. Also rauszukommen aus den 3D, aus der Polarität, aus Gut und Böse, aus der Dualität, da gilt es, mit dem Denken herauszukommen, also nicht mehr zu bewerten, nicht zu verurteilen, sondern die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Wenn du dann und die Achtsamkeit, also die Achtsamkeit bedeutet ja, die Schönheit zum Beispiel einer Rose zu erkennen, die Schönheit eines Regentropfens, die Schönheit eines einzelnen Grases, Grashalm oder wisst ihr, was ich meine, so nicht bei Regen zum Beispiel nicht dran denken, dass man nass wird, sondern die Farben, das Licht glitzert ja in jedem Regentropfen und das ist etwas Wunderschönes. Also wenn du über die Achtsamkeit beginnst, die Schönheit der Natur oder überhaupt die Schönheit der Schöpfung
zu erkennen, dann bist du schon auf einem wundervollen, tollen Weg hin Richtung 5D. In 5D bewertest du nicht mehr. Du hast erkannt, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist und du schwimmst so im Fluss der Zeit, alles kommt zu dir und diese Impulse, die verwirklichst du dann auch. Also du bist jetzt nicht passiv, sondern du bist verwoben in der wunderbaren Schöpferenergie und du bist dein eigener, du bist tatsächlich der Schöpfer deines Lebens. Das heißt, du trägst vollkommen die Verantwortung für alles, was geschieht. Für alles, was du tust, weißt du, dass du der Schöpfer bist. Und es gibt keine Schuldzuweisung. Das heißt nicht, wegen der Sache oder wegen der Person geht mir es schlecht. Oder weil ich mal dies und das gemacht habe, geht mir es schlecht. Sondern du allein bist verantwortlich. Du weißt das ganz genau und du lebst auch. Und durch dieses Wissen hast du nur positive Gedanken. Du trägst nichts Negatives mehr in dir. Du hast nicht mehr diese Glaubensmuster, diese Glaubenssätze, die man in 3D hat. Dieses ich kann nicht, ich bin zu klein oder das steht mir nicht zu. Ja, oder auch das sich nicht selbst lieben. Das sind alles Dinge aus 3D, die hast du da schon lange aufgearbeitet. Dieses Aufarbeiten geschieht in 4D. Das heißt also, in 4D solltest du tatsächlich ganz viel an dir heilen. Und zwar geht es da auch um die Resonanzen. In dem Moment, wo du dich über etwas ärgerst, wo du aus dem Häuschen gerätst, da solltest du hinschauen, denn das sind Hinweise der Seele, die dir sagen, schau mal, das ist etwas, was geheilt werden möchte. Deswegen reagierst du jetzt so stark darauf. Und wenn du dann allerdings, also es gibt auch Menschen, die dann nicht auf die Idee kommen, es zu heilen, sondern die bleiben in der Struktur haften. Und da wird dann aus diesem Negativen, aus diesem Ärger, werden am Schluss Schmerzen, körperliche Schmerzen und Krankheiten entstehen. Das bedeutet, da ist also der innere Aufstieg noch lange nicht möglich. Da muss es noch viel, viel schlimmere Dinge passieren, bis der Mensch den Impuls kommt, aufzuwachen. Aber auch das wirst du verstehen und so annehmen, wie es ist, wenn du in 5D bist, wenn du jetzt andere Menschen siehst, die eben das noch nicht so gut geschafft haben wie du selbst, dann hast du Verständnis dafür und weißt ganz genau, das ist der persönliche Weg eines jeden Einzelnen und der ist eben so, wie er ist. Also dieses Annehmen der Situationen, die man nicht ändern kann oder auch die Achtsamkeit und der Respekt jemand gegenüber, der so ist, wie er ist eben so. Und deswegen ist er jetzt nicht mehr oder weniger wert als du selbst. Weil diese Bewertung, die ist wirklich sehr schlimm und die haben wir gelernt als Kind schon von Anfang an immer diese Bewertung. Das ist schön, das ist nicht schön. Dabei ist, wenn man richtig hinschaut, alles schön. Denn alles trägt die Energie der Schöpfung. Also das heißt, um in die 5D hineinzukommen, in die Dimension der Liebe, müsstest du wirklich so viel wie möglich von deinen Glaubenssätzen lösen und die, damit du frei bist, damit du nicht mehr diese Last trägst, die dich ja schwerfällig macht und traurig macht. Ja, das gibt es alles nicht in 5D, weil du mit dem Schöpfer ganz eng verbunden bist. Du hast, und das ist ganz wichtig, die innere Ausstrahlung der Liebe, sie ist in dir erwacht. Du suchst nicht mehr im Außen. In 4D sucht man noch im Außen. Man denkt, dass zum Beispiel, wenn mich jemand nur lieben würde, dann wäre das so schön. In dem Moment wird man nie etwas im Außen finden. Man hat alles in sich, man trägt alles in sich. Und damit man ja diesen Schlüssel, das ist verschlossen, was man in sich trägt. Man hat keinen Zugang, weil man auch sehr viel vergessen hat und sehr, sehr beeinflusst ist von dem, von der Gesellschaft, vom Kollektiv. Und in 5D hast du den Schlüssel gefunden und hast Zugang zu deiner eigenen Liebe, zu deinem Wissen. Das ist etwas ganz anderes. Also du lebst dein Wissen, du lebst authentisch, du bist wirklich so, wie du bist. Es gibt auch keine
Masken mehr. Du verstellst dich nicht, du zeigst, wer du bist und hast auch keine Angst, dass dich jemand verurteilt, beurteilt. Das ist dir egal, weil du in deinem Licht, in deiner Essenz bist. Du lebst die Liebe, du bist vollkommen verbunden mit dem Schöpfer und die niederen Energien von 3D und von teilweise 4D, die sind alle aufgelöst, die sind nicht mehr da. Und das ist dieser Zustand, wenn den viele, viele Menschen haben oder eben alle Menschen haben, dieser Zustand ändert die Welt komplett. Und das ist das, was jeder Einzelne für sich jetzt tun kann, einfach an sich zu arbeiten und eben die inneren Dinge lösen, die niederen Energien lösen, denn alles, was Angst oder was Zweifel sind, Existenzängste, Ängste krank zu werden, Ängste alt zu werden, das ist 3D-Denken und das macht dich natürlich ängstlich, macht dich krank, bringt dir Existenznot. Also jede Angst, die du hast, verwirklicht ja das, was, wovor du Angst hast. Und das ist die Gefahr da dabei, dass dein Leben eigentlich immer nur schlimmer wird, weil du in diesen niederen Energien gefangen bist. Hui, ja. Und jetzt gebe ich dir auch gleich dieses kleine Werkzeug, wie du schon mal in die Energie von 5D hineinkommst, wie du das leben kannst. Und zwar die Qualitäten von 5D, von der fünften Dimension der Liebe, das sind ja Liebe, Ausstrahlung, Schönheit, Souveränität, ja, über den Dingen stehen. So wundervolle, positive Dinge sind es da. Und du könntest jetzt dir mal einen Zettel machen und dort aufschreiben, welche positiven Dinge du gerne leben möchtest. Die Liebe leben zum Beispiel oder souverän sein, über den Dingen stehen. Und dann nimmst du ein Wort aus dieser Liste und versuchst mal einen Tag lang wirklich in dieser Souveränität, wir nehmen das jetzt mal, zu leben. Also das heißt, über den Dingen stehen, die Dinge so annehmen, wie sie sind, dich nicht ärgern, sondern einfach akzeptieren und dennoch deinen Weg gehen. Das wäre jetzt so eine Übung und das könntest du, so oft du möchtest, jeden Tag ein anderes, so ein anderes Thema dir nehmen und das leben. Und mit diesem Ausprobieren, wie es ist, wenn man da in dieser einen positiven Richtung lebt, bringt ja in dir selbst was zum Schwingen, bringt deine Seele zum Schwingen und dadurch ziehst du dann auch all diese wundervollen, positiven Dinge an und gewöhnst dich da schon mal dran und auch die negativen, die niederen Energien werden dadurch automatisch schwächer. Also ich bin gespannt, ob ihr es macht und wie ihr es macht. Ihr dürft mir es gerne in den Chat unten reinschreiben. Ich lese alles und würde mich sehr freuen, wenn euch das weiterhilft. Was jetzt noch ganz wichtig ist, wir werden zusammen mal in unsere Kindheit eintauchen, in einer geführten, gechannelten Meditation und dort so viel wie möglich von den Glaubensmustern lösen, was eben, ja, welche uns oder dich immer noch, ja, an der dritten Dimension festhalten lässt. Das ist mein Geschenk für euch. Und ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich zu euch sprechen darf. Und ich habe euch auch ganz doll lieb. Ja, meine Lieben, jetzt sprühe ich mich mal ein. Ups, so schwer zu. Und dann fangen wir jetzt gleich an. Mein allerliebstes Menschenkind, lieber Lichtbringer, schön, dass du heute hier bist, denn ich biete dir an eine wundervolle Reise
zu deiner Seele zu machen, um das zu lösen, was ich jetzt lösen darf, was dich festhält an den niederen Energien. Und so schließe bitte deine Augen und lasse dich sanft in die Töne, die himmlischen Töne der Musik hineinfallen. Atme dabei ganz bewusst das Licht der Liebe ein und dehne dich mit diesem Licht aus. Spüre, wie dein Herz groß wird, wie es so groß wird, wie du selbst bist und du zu einer goldenen Sonne erstrahlst. Diese Energie ist die Basis, damit wir zusammenwirken können. Und nun geh in deinen Herzensraum, an den Platz, wo deine Seele wohnt. Spüre den Frieden in deinem Herzen und die große Liebe. Und dann bitte deine Seele, dich zu führen, dich in das Leben zu führen, als du noch sehr klein warst, als du noch ein kleines Kind warst und vielleicht gerade laufen gelernt hast. Lasse dich in diesen Zustand hineintragen. Vielleicht kannst du ein paar Bilder von dir selbst wahrnehmen, wie du als kleines Kind gerade laufen gelernt hast. Und vielleicht spürst du auch all das, was dich damals beeinflusst hat, was dich von den niederen Energien damals erreicht hat, so lasse diese jetzt noch einmal in dir fühlbar werden. Alles, was dich klein machen wollte, was dich einschränken wollte, und dann nehme diese Gedanken in deine beiden Hände, forme sie zu einer Kugel von Energie, von niederer Energie, welche du dann einfach wieder abgibst. Du lässt diese Energie jetzt los, du gibst sie nach oben in das Feld der Transformation, in das Feld der Auflösung, der Heilung. Denn ich habe für dich in der Zwischenzeit so ein Feld kreiert mit Hilfe der Engel. Und in dieses Feld darfst du nun alles, was dich aus deiner Kindheit berührt, negativ berührt hat, schwach gemacht hat, all diese Energien darfst du nun aus deiner Kindheit dorthin in dieses Feld der Heilung fließen lassen. Nehme dir jetzt ein wenig Zeit. Und auch wenn vielleicht Tränen fließen, dann lasse sie fließen. Sie dürfen sein. Sie helfen dir dabei, alles das aufzulösen, was jetzt in dieser Zeit nicht mehr passend für dich ist. Und so darf das gehen, was sich dir jetzt zeigt. Thank you.
Und dann, nach einer Weile, wenn du spürst, wie alles leichter geworden ist und du nun noch einmal einen Blick in deine Kindheit wirfst, noch einmal hinschaust zu dem gleichen Bild, wo du begannst laufen zu lernen. Schau einmal, was du jetzt siehst oder was du fühlst, wie viel leichter sich jetzt diese Situation anfühlt, wie viel schöner und freier dieses Bild jetzt ist. Wenn dem so ist, dann konntest du einiges auflösen. Denn nun breitet sich die Energie der Liebe aus. Die Energie der Liebe, der Selbstliebe. Und so nehme diese Energie und lasse sie hinein in dein Herz strömen. Lasse sie strömen und dehne dich noch einmal weiter aus. Spüre, wie viel größer du jetzt geworden bist, wie viel Heilung geschehen durfte. Und dann komme mit diesem wundervollen Glücksgefühl wieder zurück in dein Hier und Jetzt, mit dem Wissen, dass du ganz viel für dich getan hast, mit dem Wissen, dass niedere Energien gelöst wurden und du jetzt viel mehr in deiner Kraft bist. Ich danke dir dafür, dass ich heute für dich die Meditation sprechen durfte. Ich danke dir, dass du heute hier warst und ich danke den wundervollen heilenden Energien und den Worten meiner Seele, welche uns geführt haben. Und so löst sich das Energiefeld wieder auf und du darfst dich einmal strecken und wieder ganz im Hier und Jetzt sein. Ja, also Fazit, diese kleine Übung machen. Dieses Werkzeug, dieses 5D-Werkzeug machen, was ich euch vorhin erklärt habe. Und vielleicht diese Meditation ab und zu mal wieder wiederholen, um eben Dinge, die sich negativ gezeigt haben, in die Auflösung zu bringen. Dann hast du schon ganz viel für dich getan und wirst immer weiter in die höheren Dimensionen aufsteigen können. Und das freut mich so sehr, dass ich da helfen kann und dass wir in Zukunft immer mehr erwachte Menschen haben werden. So wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal. Ein Küsschen. Bis dann. Ich hab euch so lieb.